Neuen Folge Minecraft Imperia! Und ich bin zu euch, Skillipper, und was haben wir letzte Folge Imperia gemacht? Letzte Folge war eine coole Folge dahin, da habe ich euch meine Werbung gezeigt, Leute. Ja, wo ich auch wieder gut aufgenommen habe. Ja, wo ich euch meine Werbung gezeigt habe, Leute, die ganz cool ist, weil wir mussten hier eine Werbungsquest machen. Werbung ist alles. Und dann eine Werbung machen, und da habe ich so einen kleinen Werbespot gedreht. Ja. Und ich habe jetzt auch noch was zum Thema Werbung gemacht, das zeige ich euch gleich. Und ich weiß nicht, ob ich euch schon gezeigt habe, dass ich ein Fahrstuhl habe zu meinem neuen Keller. Wartet, kann ich euch zeigen, gut. Leute, es kann sein, dass ich mal ab und zu ein paar Blöcke oder so falsch setze oder so. Mein Haus ist kaputt. Und ich muss mich erst damit abfinden, wie das richtig funktioniert, weil der rechte Mausklopf, normal kommt halt, man hört es vielleicht. Kommt die wieder hoch, bei der anderen ist das, hört sich das Kreuz anders aus und manchmal klappt das so unter. Ja, deswegen. Und ich glaube, ich habe euch den Keller schon gezeigt. Ich kam noch nicht dazu, den weiterzubauen. Aber, naja, ich saß erstmal ewig dahin, um was anderes zu machen. Denn ich habe jetzt Werbeplakate bei so ab und zu aufgebaut. Hier hinten sieht man den auch schon. So, primär jetzt bei den ganzen Mitspielern. Aber hier bei Paul zu Hause hier. Das ist auch das Thumbnail der letzten Folge. Da habe ich mir gedacht, kombinieren wir eins, mache ich ein Thumbnail plus das als Werbeplakat. Haben sie nur einen Zehner, dann... Oh, da müsste ein Komma hin. Egal. Haben sie nur einen Zehner, dann werden sie ein Milliardär im Casino 2.0. Ich wollte wir so einen coolen Spruch machen. Haben sie nur einen Zehner, weil für einen Spin kostet bei mir ein Zehner. Und dann, wenn man Glück hat, wird man Milliardär. Also... Und das habe ich jetzt einmal hier vorne bei so Paul hingestellt, bei Luca, bei Fabi und bei Basti und halt an mein Casino, kann ich euch noch zeigen, Leute. Hier, Spawn, hier, zack, Spiel, Bruder, erstmal eine Fliege auf meiner Hand gewesen, hier, zack, kann ich euch zeigen, hier habe ich es einmal an die Seiten gemacht, zack, hier. An beiden Seiten so sind die werden nicht mehr ganz so leer. Habe ich jetzt halt jetzt ein paar Werbungsplakate hingesetzt. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und ja, Luca hatte auch außerdem noch gestreamt. Und da haben wir was ganz Tolles gemacht. Denn wir haben im End den Ender Dragon 4-mal, glaube ich, gekillt. Haben aber nur so teilweise Drop für so 3 gekriegt. Deswegen habe ich Luca da ein bisschen mehr gegeben von meinem Drop. Aber wir haben halt so genug Stuff, um jetzt die, eine Questreihe durchzukriegen. Hat er jetzt auch durchgehämmert. Kann ich euch zeigen. Kennt ihr eigentlich schon diese Türen, die nur mit meinem Blick aufgehen? Glaube ich, habe ich schon gezeigt. Auf jeden Fall im zweiten Kapitel die Ender Tools. Da brauchen wir halt noch die Dragonborn Eggs. Da können wir halt, müssen wir halt hier so die Dinger craften. Dafür haben wir halt schon eine Essenz. Und dann brauchen wir halt noch ein bisschen mehr Essenz-Stuff und so. Was brauchen wir? Okay, hier brauchen wir halt 3. Hier brauchen wir halt nur... Warte. 2. Okay, nein, 4. Hier brauchen wir 4, okay. Wäre schlau... Ach, warte. Und dann hier auch... Okay, hier 1. Okay. Dann wäre für die insgesamt 4 und für die insgesamt 5. Dann wäre es schlauer, wenn wir... Ich muss ja eh weißes craften. Bin ich hier irgendwie lost? Ja, bin ich, Leute. Oh. Ich weiß nicht mal, ob sich das ausgeht mit Dragon Scales. Wenn nicht, muss ich den Dragon nochmal machen. Habe ich überhaupt noch Obsidian? Ich habe, glaube ich, Luca meinen letzten Rest Obsidian gegeben. Aber wie die Kiste braucht immer ewig zu laden. Mein letzter Rest Obsidian. Ich hatte mal ein paar Stacks. Jetzt habe ich irgendwie gar nichts mehr. So, hier machen wir einmal so. Eine Pickaxe. Und das geht sich ganz knapp aus, Leute. Weil wir können jetzt mit dem hier... Die Rüstung brauche ich jetzt nicht hier. Endstein habe ich hier. Hier geht sich ganz knapp aus, Leute. Hier um so ein. Oh. Oh, meine Maus.
das meine ich halt, Leute, ist hier meine, dass meine Maus halt bei dem bisschen rumspackt, muss ich halt irgendwie auf die Knöpfe komplett aggressiv drauf scheppern. Aber egal, Leute. Okay, wir haben hier den Smith Table. Und jetzt fusionieren wir das. Zack. Und zack. Nice. Okay, hier, wie schnell geht die? Ach, die ist halt sehr langsam. Aber auch strong. Aber ich bleibe erstmal bei meinen Sachen. Weil es gibt noch in The Abyss ein stärkeres Toolzeug. Aber naja. Damit haben wir die Questreihe hier auch fertig. Kriegen irgendwie so einen Schal und. Ernsthaft, Arcade-Sachen. Ich habe alle gecraftet, really. Hier so ein Schal. Bringt mir Luck, glaube ich, nur. Level on Fortune to Mine. Ja, gib mir nur Luck. Ja, brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht. Chopper Furnace. Wer es braucht. Kann ich ja mal upgraden, Leute. Und, ja, hier ein Kühlschrank. Hier ein Freezer. Ja. Kann man als Lagerung nehmen. Kann ich das hier drinnen? Ja. Ich kann aber so... Hier ist Zeug so. Hier kommt das... kommt das Zeug rein. Und hier mehr Cash finde ich gut. Wir sind jetzt bei 3000, Leute. 3000 ist Bombe. 3000 ist gut. Aber was kann man hier noch... Ah ja, Iron Dings. Damit können wir die Bienenzeug auch abschießen. Denn ich habe ja mal diese Eisenbiene aufgestellt. Damit wir so Eisendinger bekommen. Und habe ich auch bekommen. Also so Eisen-Honeycombs. Hier. Müssen eigentlich nur ein umcraften. Und dann habe ich auch schon mehr als genug. Let's go. Wir sind mit Quests. Guter. Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Hier habe ich auch schon goldene gehabt. Dias hatte ich auch schon. Könnte ich jetzt alles einmal umcraften. Aber habe ich ja schon alles. Weil ich habe. Ich habe hier. Dings hier, die ganzen Coms müssen ja halt jetzt nur was Health Boost. Warum habe ich jetzt Health Boost bekommen? Okay, geil. Ich habe geile Äpfel bekommen. Nice. Gold Flower. Sind die irgendwie gut? Ich weiß auch nicht, was deren Plan ist von diesen Bienen da, die hier zu chillen. Irgendwie buggt das dezent rum im Moment. Aber, naja, muss ich mal gucken, was wieder deren Problem ist. Weil irgendwie wollen, im Moment wollen die irgendwie nicht mehr produzieren, so richtig halt das Gefühl. Ich weiß gerade nicht, was deren Problem ist. Ich hatte eine Zeit lang, da lief es Bombe. Jetzt läuft es irgendwie nicht mehr so Bombe. Aber naja, hier, wir klatschen jetzt noch ein paar goldene Dinger hier rein. Hier ein paar rote können raus. Okay, hier kommen, die goldene kommt hier hin. Dann kommt eine rote hier hin. Dann hier noch in die Ecke so eine goldene. Was die goldenen bringen, keine Ahnung, Leute. Aber ich würde sagen, das to have. Und dann sind wir auch mit dem Bienen fast durch. Honig. Und nur noch den Wooden Honey Tank. Habe ich den Breeder? Ach ja, hier, der Breeder. Nice. Habe ich ganz vergessen, dass ich den aufgestellt habe. Bro. Okay, Bro. Hier. Komm, dann kommst du hier wieder. Zack. Hier ist nix. So. Dann, nice, komme ich auch wieder raus. Wo ich den Tank hinstelle, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir den hier wie Honey Tank. Okay, ich gebe eigentlich nur Tank ein, und dann kommt der ja. Honey Tank, okay. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal den Wooden craften. Wir brauchen, irgendwelche Logs, irgendwelche davon und irgendwelche davon, okay. Oh, passt ja, dass ich die hier im Inventar habe. Hier nichts Interessantes, die Äpfel nehme ich mal irgendwie mit. Vielleicht sind die interessant. Okay, ja, hier mein Health Boost ist auch fast weg. Was mir einfällt, es gibt so, Heart. Hier, Herzen. Okay, ein Chart. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe alle Materialien. In dem Amperia-Stream sehe ich mich jetzt schon kommen, wo wir uns Herzen machen. Das sehe ich jetzt schon in einem Amperia-Stream. Die Dinger habe ich. Müssen wir... Habe ich auch. 4 Stück.
Können wir uns 4 Herzen machen. Nice. Okay, wie ich, aber ich habe keinen Plan, wie ich diese, Dia-Äpfel mache. Okay. Die anderen müssen, die kriegen die ja auch. Kann ich vielleicht mal fragen, ob die diese Dia-Dinger noch brauchen. Ach, ich habe hier mal so, paar Monster gefangen. Zum Beispiel den hier. Ich habe keinen Plan, was das ist. Und hier ein, ach, das ist der Wild Defender. Und hier einmal so ein komisches Squid aus dem End. Vielleicht braucht man das irgendwann, habe ich mir gedacht, Leute. Aber ja, wir müssen uns jetzt einen Tank machen, weil dann kommen wir auch durch mit der Quest. Hier, okay, Logs, Spruce, Logs, Glass. Hab alles, glaube ich. Wo habe ich die Honeycombs hingepackt? Hier. Bin Lost braucht die, aber packt die weg. Der Profi, Leute. So, nice, dann haben wir die Quest auch durch. Gut, dann würde ich sagen, packen wir erstmal den Stuff wieder weg, den ich gerade nicht brauche. Die Honeycombs können auch wieder zur Seite, weil die Eisenbiene mache ich erst zum Einsatz, wenn ich alles komplett automatisiert habe. Ich musste auch offscreen jetzt hier einmal die ganzen Pipes umändern. Warum ist das hier zum Stillstand gekommen? Stillstand, hallo? Warum ist das jetzt, Hä? Was war jetzt los? Warum war jetzt Stillstand? Okay, Leute. Da muss der Kontrollblick hin. Nein, Maus, hallo? Ich möchte mich eigentlich... Gewartet, Leute. Hier. Was ist jetzt das Problem? Hallo? Ah! Weil es keine Materialien mehr gibt. Weil hier alles schon rübergezogen ist. Oh, auch nice. Wo ich vorhin geguckt habe, war hier alles noch komplett überfüllt. Aber ja, ich muss halt hier alle meine Pipes umändern, weil die Pipes irgendwie, kaputt gegangen sind. Ja, das ist irgendwie öfter passiert. Deswegen habe ich mir gedacht, packen wir mal die Pipes anders hin. Hier, ich muss einmal kurz ins Lager. Danke fürs Ignorieren, Bros. Hier. Aber ihr produziert ja gut durch. Aber bei den anderen läuft es irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht der Pro. Ich bin kein Profi in dieser Bienenmod. Ich steig da gar nicht durch. Ich pack den Tank jetzt einfach mal hier hin. Vielleicht bringt er irgendwas da. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da mal hingestellt. In Gedenken. Wir kriegen glasierte Honigäpfel plus ein Nether Furnace. Okay, wartet. Was brauche ich nochmal, um die umzucraften? Honey Bucket. Okay, ich brauche Glas. Gut. Dann holen wir kurz Glas. Müssen die kurz ein bisschen umcraften. Ja, ich sollte hier mal claimen, ich weiß. Hier, zack. Das ist immer das Nervige mit den Bienen, dass die hier vor meiner Tür campen. Kannst du mal... Zack. Ha. Debated. Okay, ah, ich habe hier noch ein bisschen Glas. Gut. Weil, zack. Ich krieg einfach random Eier. Finde ich gut, aber, hä? Was ist das für ein komischer Bug? Dass ich einfach Eimer bekomme? Hä? Weird. Okay, wir packen den ganzen Honig mal um. Weil dann kriegen wir allerdings erstmal guten Honig. Dann machen wir... Ich habe keinen Plan. Weil mit diesem komischen Honig hier kann man auch gar nichts machen. Man kann ja halt nur umcraften. Würde ich sagen, machen wir auch. Die Textur ist auch irgendwie fast gleich, nur hier bewegt sich das noch in Giftform.
bringt auch irgendwie gar nichts, aber egal. Wir machen so, so und ich habe kostenlose Eimer. Ist doch auch was. Oder? Zack, hier. und dann so. Und zack. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Gut. Zack, hier noch ein paar Honigreste rüber scheppern. Okay, es könnte vielleicht was werden langsam. Ja, so. Okay, Glas reicht nicht. Okay, oder wir machen so. Machen den taktischen Boss, Leute, hier. Zack, zack. Oh, Leute, es könnte doch noch was werden. Wir machen jetzt Blöcke daraus. Machen wir das wieder so. So. Machen so. Dann habe ich wieder ein paar Gläsfläschchen. Macht die wieder zu Eimern und alles. Und hier hab den ganzen Honig verschwendet und hab noch Flaschen plus gemacht und hab coolen Honig. Ist Bombe, Leute. Dich ist Bombe. Zack, hier hab zwei Stacks Eimer plus gemacht. Heute Electric irgendwas Furnace. Heute haben wir es wirklich mit den Öfen. Heute ist der Tag der Öfen. Gut. Dann bist du doch irgendwie anders zu gebrauchen. Bro, kannst mich durchlassen. Danke. Du kommst dann halt hier irgendwie hin. So. Kriegt der jetzt irgendwie Strom oder so? Gut, Leute. Was ich aber diese Folge mit euch machen soll, denn es gibt hier eine Quest. Wenn wir das Buch haben, wir schon gecraftet. Betrete die Dungeon-Dimension. Steht nicht craftet das Portal, da Paul und Luca, also craftet, beide das Portal schon eröffnet haben, wollte ich jetzt versuchen, da mich einfach durchzusneaken und reinzugehen. Okay. Key to... Wie habe ich jetzt den Key bekommen? Key to Krypton Restless. Ich habe jetzt irgendwie so den... Obwohl es geclaimed ist. Oh, Leute, ich bin drinne. Ich muss es rechts klicken. Chip-aided, Leute. Ich habe kein Waste-Sound mitgenommen. Ich bin dumm. Trotzdem habe ich's. Leute, Gold. Wo kann ich nichts abbauen? Okay. Aber wir sind jetzt in der neuen Rätseldimension. There are usually a way to get anywhere you can see. Da ist möglicherweise ein Weg, irgendwo hin, wo du sehen kannst. If you're stuck, look for something you can interest. Wenn ich stehe, nicht weiterkomme, soll ich nach irgendwas Ungewöhnlichem suchen. Okay. Hier ist also so ein Dungeon. Hallo? Labyrinth? Ich mag eigentlich keine Labyrinthen. Hatte ich früher mal Projekten immer ganz viele so. Ah, hier, zack, so. Dum, 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 dum. Hätte ich den killen sollen? Hi. Freunde, ihr greift mich irgendwie an. Ich weiß nicht, ob ich euch killen soll oder nicht. Leute, komm, wir nehmen es einfach mal mit. Was geht, kommt eigentlich hier nach? Okay, im Inventar geht eigentlich. Hier einmal, zack, die Box. Okay, Reward kann ich anscheinend in dieser Dimension nicht mitnehmen. Cool, ich kann irgendwie gar nichts machen in dieser Dimension. Okay, Healing. Wartet. Denken auf die ungewöhnliche Weise. Okay. Hier so. Kommt
man irgendwie hier so durch. Leute, wenn ihr Bock habt, können wir ja mal im Stream zusammen der Dimension rätseln. Ich wollte halt irgendwie jetzt mal rein. Wird gucken, ob hier irgendwas Cooles ist. Aber ja. Kann auch sein, dass Luca eine andere Dimension hat als Paul. Wenn das geht, dass man einfach rein kann, ist das nice. Leute, weil so spare ich mir Ressourcen für ein Portal. Denn ich bin geizig und faul. Ich hätte die Ressourcen aber trotzdem. Okay, hier gelb. Hier ist anscheinend schon Paul lang gegangen. Dann gehe ich mal hier lang. TNT. Cool. Ja, eine Truhe. Blank Portal. Nehme ich mir gerne mit. Den Schlüssel. Finde ich. Bom. Okay. Den Banner kriegen wir nicht. Versuch. War es wert. Hier Prismarinwege irgendwie. Ich loote einfach Pauls Dimension vor ihm. Wahrscheinlich hat er schon eh alles gelootet. Wartet. Bam. Profi. Ich bin's umgangen. Hier muss man so Blöcke verschieben. Okay, wo ist der? Du musst hier, dann musst du. Batz, Batz. Hä? Das müsste eigentlich kleben. Hier, so, zack. Dann ist da. Okay, das überfordert mich schon wieder, Leute. Wir gehen hier raus. Dann möchte ich halt nochmal gucken, ob das jetzt einmalig war oder wir öfter da rein können. Und mein Porter. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Cool. Magie plus Waystorm finde ich gut. Danke, Paul, dafür. Hier irgendwie und jetzt. Bin ich hier. Ich hab's doch. Irgendwie habe ich es gerade gerechtfertigt bekommen. Leute. Das ist, glaube ich, nicht gut. Doch. Okay. Ich komme öfter rein. Gut, Leute. Ist gut. Ist gut. Weil dann können wir die auch mal im Stream oder so machen. Nice. Das ist nice, Leute. Okay, jetzt können wir aber die Quest, glaube ich, abschließen, weil wir in der Overworld sind. Hier. Wo kann ich das nicht? Wow. Warum geht das jetzt nicht? Irgendwie buggt das was. Kann sein, dass auch gerade das Server ein bisschen rumbuggt. Oder so, kann alles wirklich sein. Leute, oder der Server möchte gerade nicht, dass ich das bekomme. Das kann auch möglich sein. Ich hoffe mal nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir versuchen das irgendwann. Oder? Ah, ich bin auch lost. Ich hätte das Betreten abhaken müssen hier. So. Und so. Das haben wir bekommen. Wir haben einen Chart mit Efficiency 1 Buch geht und nochmal Cash. Nice, Leute. Ja, da war ich gerade doch noch am Ende ein bisschen lost. Okay, das war's auch mit dem Strang anzeigend. Okay, nice, Leute. Wir sind schon recht weit. Wir haben wie viel Prozent? Steht es hier? Wir haben. Okay, früher stand das immer. Genau. Ich würde sagen, ein paar Prozent haben wir schon. Ich würde einfach sagen, das wäre es mit der Folge. Wenn es so war, dann lasst ein Like, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren. Und sonst sage ich noch ciao. Leute.